Und hier in Deutschland wird stark diskutiert zwischen der Union und der Ampel. Es geht ums Bürgergeld und der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der erklärt sich heute aktuell dazu. Hören wir rein, was er sagt. Sind Sie technisch soweit? Ja, meine Damen und Herren, das Bürgergeld ist eine wichtige Sozialreform, die zum 1. Januar in Kraft treten soll. Ich habe zwei Ziele damit verbunden und dabei bleibe ich. Zum einen geht es darum, dass wir Menschen, die in existenzielle Not gekommen sind, verlässlich absichern. Aber vor allen Dingen geht es darum, Menschen aus der Not rauszuholen. Wenn zwei Drittel der langzeitarbeitslosen Menschen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, ist es sinnvoll, sie nicht nur mal kurzfristig in Hilfstätigkeiten befristet zu bringen, sondern sie durch die Nachholen eines Berufsabschlusses dauerhaft in Arbeit zu bringen. Ich setze darauf, dass wir das Gesetz in dieser Woche im Bundestag verabschieden werden. Wir werben mit guten Argumenten auch bei den Bundesländern um Zustimmung. Wir sind auf zahlreiche Änderungswünsche im Verfahren auch der Bundesländer eingegangen. Die Hand ist also ausgestreckt. Wir haben gute Argumente. Und das Bürgergeld soll zum 1. Januar in Kraft treten. Die technische Umsetzung läuft dann gestuft. Das heißt, ab 1. Januar gilt das Gesetz und zahlreiche Elemente. Wir haben aber auch dafür gesorgt, dass die Verwaltung das im Verfahren gut umsetzen kann. Also das Bürgergeld soll kommen. Dafür werben wir im Deutschen Bundestag und bei den Bundesländern um Unterstützung. Die Regelsätze sollen angepasst werden, aber die Reform umfasst mehr. Es geht vor allen Dingen darum, Menschen aus der Bedürftigkeit rauszuholen, das System insgesamt zu entbürokratisieren. Deshalb kann es nicht nur um Geld gehen, sondern es geht um eine wichtige Sozialreform. Und das Argument von Herrn Merz verwundert mich ein bisschen. In den letzten Tagen hat die Union sich immer beklagt, dass der Lohnabstand nicht groß genug sei. Das ist inzwischen wissenschaftlich auch widerlegt. Jetzt wechselt sie den Zusammenhang und will nur das Geld erhöhen. Das wäre für arbeitsmarktpolitisch zu kurz gesprungen. Deshalb werben wir für eine große Reform. Das ist hier nicht die Zeit mehr für parteitaktische Spielchen, sondern es geht um viele Menschen, die Unterstützung brauchen, aus der Not rauszukommen. Und darauf konzentrieren wir uns. Wir müssen die gesamte Gesellschaft im Blick haben und ich setze darauf, dass das im Bundestag und Bundesrat am Ende auch gelingt. Wir werben mit guten Argumenten dafür, dass das Parlament zustimmt. Ich gehe davon aus, dass am Donnerstag der Deutsche Bundestag das Bürgergeld auf den Weg bringen wird. Es bedarf der Zustimmung des Bundesrates. Da werben wir für Unterstützung. Ich hoffe, dass es im ersten Anlauf gelingt. Falls es ein Vermittlungsverfahren geben sollte, müssen wir zu Lösungen kommen, sodass es zum 1. Januar in Kraft treten kann. Und die Qualität des Sozialstaats bemisst sich für mich nicht alleine an der Höhe der sozialen Unterstützung. Die ist notwendig, um Menschen verlässlich abzusichern, sondern es geht immer darum, auch Menschen Wege aus der Bedürftigkeit zu eröffnen und dafür zu sorgen, dass wir die Gesellschaft zusammenhalten, gerade in diesen Zeiten. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.